Hey, willkommen zurück. Schön, dass du da bist. Wir fangen an, heute über Mixing zu sprechen. Einer der schwierigsten Themen, würde ich mal sagen, weil man sich da extrem verlieren drin kann. Ja, wir haben einen kompletten Part 9 dafür jetzt. Und ich werde, weil wir ja alle noch Anfänger sind, die Basics eigentlich nur besprechen. Aber die sind eigentlich die Basis, die man auch einfach braucht. Und dann kann man kleine Details verändern, aber eigentlich braucht man nicht mehr als das, um einen ordentlichen Mix abzugeben und der Rest macht der Mastering-Ingenieur von den Labels oder sonst was. Fangen wir einfach mal an in Ableton. So, also das allererste, was wir jetzt erstmal machen. Wir gehen hin, selektieren den ersten Kanal, den letzten und halten davor nochmal kurz Shift, klicken den an, dann sind alle selektiert. Und dann holen wir uns erstmal, während wir hier drauf schauen, seht ihr, ja, wir haben kaum Headroom. Das heißt, wir gehen jetzt erstmal sehr schön runter. Sagen wir mal minus 12. So. So. Jetzt ist unser Mix immer noch derselbe. Aber wir haben hier oben rechts viel mehr Headroom, mit dem wir arbeiten können. Weil wir werden ja jetzt immer lauter werden. Und deswegen müssen wir uns das erst holen. Ich würde fast sagen, wir holen uns noch ein bisschen mehr. Da gibt es viele Philosophien, minus 3, minus 6. Ich bin minus 12. Könnt ihr euch selber entscheiden. Und ja, das Erste, was jeder Kanal hier haben sollte, ist ein EQ. Wenn du jetzt hier vorne schon irgendwie ein EQ hast oder irgendwas anders davon, separier das. Also ich habe mir da zum Beispiel so Presets gebaut. EQ8 kann ich schwer empfehlen, 3 bringt mir nicht so viel. So. Das heißt, wir splitten ihn ab sofort ab hier. Das ist kreativ gewesen. Und jetzt fangen wir an, als Engineer zu denken. So. EQ ist das Erste. Wir solon uns einfach das Element raus. In dem Fall ist das die Kick. Genau, eine Loop holst du dir, indem du eins von den Elementen anklickst. Zum Beispiel hier das hier. Und dann drückst du Command L. Hast du das dann im Loop? Er spielt das dann die ganze Zeit im Loop. Und jetzt siehst du ja schon mal hier im Bass. Der wabert hier unten noch rum. Das brauchen wir alles gar nicht, weil das hört man eh nicht. Das heißt, wir nehmen hier nicht den mal 4. Das ist ein bisschen zu harter Cut. Ich würde sagen, so. Und dann. So ungefähr. Um die 100 Hertz ist die Kick eigentlich. Man denkt immer oft, das ist das hier. Aber das sollte eher die Baseline sein. Also genau, du nimmst das Ding hier hoch. Du swipest ihn, also die Resonanz eigentlich sehr hoch. Dann hörst du einfach, was du tust. Und dann kannst du so swipen. Und den Ton suchen, den du möchtest. Und ich finde, das klingt nach Kick. Und es ist viel weiter vorne, als man dachte, ne? Und dann übertreibt man es aber nicht so. Wenn man macht später nochmal alles lauter im Mastering dann. Den Ton zum Beispiel mache ich gar nicht. Also ziehen wir den ein bisschen raus. Aber ich würde nie so übertreiben. Also nie sowas wir machen. Das ist dann eher im Kreativbereich. Und das machen wir jetzt mal bei allen Sachen. Hier, die brauchen zum Beispiel überhaupt nicht diesen Bass. Also cutten wir den auch direkt. So. Und pushen die Höhen zum Beispiel hier noch ein bisschen ab. Und damit sind die eigentlich auch schon mal gemacht. Wir cleanen damit einfach nur die Töne hier raus. Hier wollen wir keinen Bass. Und die Höhen brauchen wir hier aber auch nicht. Zu viel Bass. Jetzt zum Beispiel diesen Ton. Jetzt kann man sagen, mag ich den? Oder will ich ihn weghaben? In dem Fall, ich würde ihn jetzt sogar gerade mal wegcutten. Die haben wahrscheinlich, weil sie Samples sind, extrem viel Bass und sonst was.
Also ab 100 Hertz cuttet man eigentlich, wenn es nicht Kick oder Bass ist. Und die FX, die lasse ich eigentlich immer so, weil da haben wir ja Samples verwendet. Und diese Samples, wie gesagt, ich hatte ja erzählt, ich habe diese Vengeance Pack da, dieses EDM-Zeug, und die sind so extrem gemastert und gedingst irgendwie, also braucht man echt nicht irgendwie was machen. Aber wenn ihr da jetzt was Eigenes irgendwie genommen habt oder Kick rückwärts genommen habt, dann könnt ihr dann natürlich auch nochmal was machen. So, jetzt haben wir den EQ überall drauf. Was auch noch ziemlich wichtig ist, wir haben ja die Return-Spuren hier, also unsere Send-Effekte, die wir hier haben, so Delays und sowas. Und dieser Kanal in Solo, das sind jetzt die ganzen Delays von unseren Kanälen. Und der hier, der braucht vielleicht auch mal einen EQ. Ne, der hat ja auch viel Bass und so ein Delay braucht echt keinen Bass. Aber die Höhen vielleicht. Dann wird der hier noch komprimiert, aber viel zu viel. Und dann Utility. Apropos Utility. Sprechen wir mal über Utilities. Also, wir haben das Ding ja schon mal angesprochen, um irgendwas Mono zu machen. In dem Fall macht das jetzt auch total Sinn. Genau, also die Kick zum Beispiel ist ja jetzt sehr im Bassbereich. Also wollen wir sie Mono haben. Und umso weiter man rausgeht, also zum Beispiel solche Hi-Hats, die sollen schon mittig sein, aber nicht komplett Mono. Das heißt, wenn ich jetzt hier ein Utility reinhauen würde, dann würde ich die jetzt, das ist der Normalzustand von dem Sample, 100% Weite. Ich würde die dann zum Beispiel jetzt auf, sagen wir mal, 70 setzen. Dann sind sie so ein bisschen mehr Richtung Mono. Im Stereometer würde man das jetzt sehr gut sehen. Was haben wir hier nochmal? Der Shaker. Den da zum Beispiel könnte man viel weiter machen, indem man den einfach auf 100 macht. Also ihn so lässt. Dann ist er neben dem hier, aber im Stereo-Image auf Kopfhörer würde man jetzt hören, dass die Hi-Hats, die sind ein bisschen mehr in der Mitte und der Shaker ist ein bisschen mehr links-rechts verteilt. Wenn du das auf jedem Kanal ordentlich machst, kriegst du das Gefühl, als wäre dieser Mix viel genauer und breiter. Hier zum Beispiel haben wir ja so eine Art Drone. Die sind dafür gemacht, dass man sie schön breit macht. Also hier können wir auf 180 gehen. Ich würde nie über 200 gehen, weil dann verliert sich der Track, wenn man ihn in Mono hört, also komplett. Also man dieser Kanal dann, wenn ich den jetzt hier irgendwie auf 400 setzen würde, dann wäre einfach, wenn ich den Track in Mono höre, vielleicht dieser ganze Kanal gar nicht mehr zu hören. Also da muss man ein bisschen aufpassen. So, dann mache ich das jetzt auch auf jedem Kanal. Das mache ich eigentlich immer. Das ist so der Workflow. Einfach Utilities verteilen, EQs verteilen, dann noch ein bisschen Kompression. Ja, den können wir auf 150 haben. Der schwingt dann so ein bisschen hin und her. Der Granular, das waren die Tiere. Die können ja zum Beispiel auf 130. Und die FX-Geschichten machen wir dann einfach mal auf 120. Bei solchen Elementen wie das jetzt hier, das Pad, empfehle ich, einen Kompressor zu nehmen. Ah ja, Utility würde ich zum Beispiel immer am Ende von der Kette setzen. Also wir haben ja jetzt hier angefangen mit EQ, dann haben wir ein bisschen Kompression und dann Utility. Das wäre so die Reihenfolge, die ich bevorzuge. Kann man natürlich anders machen, aber Utility würde ich eher Richtung Ende setzen und EQ eher Richtung Anfang. Weil sonst holst du mit Kompression dann vielleicht wieder hier in dem Bassbereich Sachen hoch, die du davor noch extra weggemacht hast. Ich glaube, du verstehst. Diesen Kompressor benutzen wir jetzt gar nicht zum Komprimieren, sondern viel wichtiger, weil das ist jetzt nur eine Fläche. Also der hat keinen Transienten wirklich. Wir haben ja durch den Resonator hier das Ganze zu einer Art Drone gemacht. Und der nimmt natürlich viel im Mix ein, also den kompletten Bereich von 100 Hertz, 1K. So, das heißt, wir machen jetzt hier diesen Extra-Button und da gibt es diesen Sidechain-Button. Den kannst du also hier kannst du das so öffnen, bei dem Glue-Kompressor zum Beispiel. Und dann kannst du diesen Sidechain anmachen und dann hast du hier so ein Input-Signal. Und da wählen wir uns jetzt unsere Kick aus. Was das macht ist, jedes Mal, wenn die Kick kommt, wird dieses Signal ein bisschen runtergedrückt. Also in dem Fall kommt die Kick jetzt gerade hier und du siehst sie bum, bum, bum. Wenn wir das ein bisschen extremer machen, hörst du gleich. Das kann man stilistisch auch verwenden. Aber im Mix ist das einfach extrem gut, wenn man das macht. Und den kopieren wir uns dann und legen den auf jede Fläche. Ja, hier, davor. Da vielleicht nicht ganz so extrem, weil der hat ja ein bisschen Transienten, der müssen durchkommen. Und hier, da gehe ich mir auch noch bei den Tieren
Und dann wabert das Ganze mit der Kick so ein bisschen mit. Was ich gerade gemacht habe, ist, ich habe den Granular-Synthesizer, also hier mit unseren Tierchen, habe ich ein bisschen Reverb draufgedreht. Dieser Reverb ist hier ein bisschen extrem eingestellt. Machen wir mal ein bisschen weniger, aber schon relativ viel. Und dann haben wir den Sidechain im Extrem hier eingestellt. Was dann passiert ist, wenn du jetzt nur den Reverb hörst, und den haben wir dann auch auf 200 in der Breite. Eigentlich mache ich da meistens nicht viel mehr. Also ich versuche dann einfach nur wirklich diese ganzen Funktionen noch ein bisschen genauer anzupassen und mit den Effekten, die ich vorher für die Kreativität verwendet habe, dass ich die dann einfach noch ein bisschen anpasse, dass das dann wieder im EQ, den wir jetzt hier am Ende haben, irgendwie ein bisschen besser reinpasst. Zum Beispiel bei der Kick könnte man jetzt auch sagen, vielleicht nehme ich die nochmal auf und dann schneide ich den kompletten Bass einmal ab. Also ich mache hier einen Cut von den Höhen, nehme das dann als Baseline und habe dann die Kick nochmal separiert und die geht dann ab 100 Hertz aber auch direkt. Man die nochmal beide separiert. Die eine hat ja jetzt wirklich nur den Bass wegen, die Kick hat jetzt nur den Bass wegen dem Delay gerade. Sowas könnte man vielleicht sich noch überlegen. Und an sich war es das dann auch. Ich würde nie zu viel machen. Der wichtigste Punkt, den man immer machen sollte, und das finde ich ist einfach so Regel Nummer 1, Volume. Der Mix ist, was du hier mit deinen Fadern machst. Ne? Also die Kick, wenn du die mehr willst, dann mach sie lauter. Genau, und ihr seht, also man jammt das Ding dann einfach immer noch ein bisschen weiter und parallel hört man zu und ja, macht hier noch ein bisschen, da noch ein bisschen. Und wenn man merkt, dass es echt grooved und geil klingt, dann einfach aufhören. Das ist auch noch ziemlich wichtig. Man darf sich da nicht zu lange mit beschäftigen, weil sonst wird man wieder kreativ. Und wenn man kreativ ist, dann ist das ein Fass ohne Boden. Also ja, Utilities verwenden. Auf jedem Kanal einfach jedes Element kriegt seinen eigenen Platz im Mix mit dem Utility. EQs, unnötige Sachen wegschneiden. Hums, die irgendwie scheiße klingen, rausziehen. Die schönen Sachen nach oben. Kompression, wenn man es braucht. Sidechaining, auf jeden Fall. Und dann ganz wichtig, nicht zu vergessen, auch deine Effekte, die du dazu mischst, kann man mixen. Also das sind ja extra Kanäle dafür. Und das war's dann eigentlich. Wenn du es dann zum Mastering-Engineer schicken möchtest, versuch, dass das Ganze wieder, also du machst wieder deinen Mix und du hast ja gesehen, ich habe es dann wieder hochgezogen, den Mix wieder verändert jetzt. Aber jetzt sind wir wieder mal bei immer laute Stelle. Ja, jetzt sind wir hier zum Beispiel perfekt bei minus 6 dB. So könnte man das jetzt losschicken. Du nimmst einfach hier die lauteste Stelle, wo die meisten Dinge passieren, in dem Fall hier zum Beispiel. Und schaust dann einfach, dass das hier so bei minus 6 rumwabert. Dann hat der Mastering Engineer genug Headroom, damit er da noch ein bisschen was machen kann. Minus 12, da wird er dir niemals sauer sein, wenn du ihm mehr Headroom gibst. Kannst du also auch machen. Und Regel Nummer absolut 1 ist wirklich, fass dieses Ding hier nicht an. Fass niemals den Master an. Der bleibt immer auf 0, weil sonst verarschst du dich selbst. Damit ist alles gesagt. Ich hoffe, damit habe ich dir irgendwie helfen können. Das ist so die grundlegende Basis, die man wissen sollte. Mehr muss man auch nicht. Der Rest ist dann wirklich sein Style im Mix finden. Und wenn du sowas gebalanced, immer schön mit Utility, Mix zusammen, also ne, Mono, immer breiter, 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 das Ganze nicht zu laut einem Mastering Engineer schickst, dann ist der sehr zufrieden und kann da auch was rausholen und dann klingt dein Track genauso gut wie Perk oder sonst wer nebendran. Also kannst du das dann mischen, ohne zu denken, ah, irgendwie klingt mein Zeug nicht genauso gut. Ne?
sondern es klingt dann einfach nur anders, aber genauso gut. Von dem her, das war eigentlich alles, was man über das Mixen wissen sollte. Mehr mache ich auch nicht. Man muss da nicht so viel machen. Da kann man natürlich 100.000 Kleinigkeiten nehmen. Man kann andere EQs nehmen. Ich habe das jetzt extra alles nur mal in Ableton gezeigt. Es gibt interessante EQs von Isotope. Könnt ihr euch mal angucken. Die sind sehr dynamisch dann noch. Angenehme Woche. Wir sehen uns. Mach's gut.